Liebe Mitstreiter, ich wollte natürlich die vollen Gastgärten heute, wo es in diesem Land von Dürre bedroht, ihr wisst ja, Lisa Neubauer hat es erklärt, mal nicht regnet, nicht das Gastgartengeschäft vermiesen, schließlich ist Sonntag, schließlich müssen sich die Leute bereits auf den 1. Mai einstimmen. Aber wir stehen hier und man sieht es hinter mir, am Dr. Wilfried Haslauerplatz. Das heißt, unsere vermeintlichen Volksvertreter, die dem meines Erachtens nach seit geraumer Zeit nicht mehr entsprechen. Ich persönlich habe unserem Kanzler nämlich nicht die Ermächtigung gegeben, mit meinem Steuergeld eine Boeing zu mieten, um nach Afrika zu fliegen. Andererseits, dort kann er sich eventuell noch als großer Häuptling feiern lassen. Trotz seiner 104 PR-Berater geht das ja in Österreich nicht. Egal, wir stehen also hier am Dr. Wilfried Haslauer Platz. Und wir haben heute, wie gesagt, eine Widerstandsgedenkveranstaltung beim Denkmal der Bücherverbrennung gehabt. Ihr wisst, 85 Jahre, niemals vergessen, hat nicht so ganz funktioniert. Unsere Politvertreter waren nicht dort, vielleicht weil es kein Buffet gab, an dem man sich quasi den Ranzen vollhauen konnte. Wenn ein Altenheim eröffnet wird, dann posiert der Herr Landeshauptmann Wilfried Haslauer sehr gern. Und man schreibt dann, er war begeistert, wenn irgendeine neue Bürostätte eröffnet wird, dann ist Dr. Wilfried Haslauer zugegen und ist begeistert. Und wenn es darum geht, Bürger auszuschließen vom Einkaufen, weil sie keinen Genausweis haben, dann kann er sich halt jetzt gerade nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hat. Wie war das jetzt mit den Kontrollen im Handel? Kommen die jetzt im Jänner fix oder wenn die Zahlen wieder steigen? Die kommen fix. Die kommen fix. Die kommen fix, das habe ich dem Handel bereits gesagt. Offen ist noch 3. oder 10. Jänner, dass jedenfalls zumindest an den Kassen der grüne Pass kontrolliert werden muss. Und wer keinen grünen Pass vorweisen kann, der kann auch nichts kaufen. Als Landeshauptmann hat er es nicht für wert befunden, den 85-jährigen Gedenken der Bücherverbrennung teilzuhaben. Vielleicht weil es heute sonnig und schön ist. Aber wir bauen ja unseren vermeintlichen Volksvertretern generell ganz gerne Denkmäler. Unsere Gabi, ihr wisst schon, die vom Tunnel, die hat einst 445 Millionen Steuergeld aus Salzburger, der spekuliert verloren, war natürlich nicht ihre Schuld. Aber das ist dann irgendwie auch wieder aufgetaucht, zumindest zum Teil. Die hat ja quasi als Tunnelpatin für einen Umweltschutztunnel ihren Namen hergeben dürfen. Und es freut mich einmal immer mehr, wenn ich sage, ich weiß, wo unser Geld hingeht. Und ich sehe dann, dass ein Landeshauptmann wieder bestätigt, wie er ist. Trotz der vielen Mao-Stalin und Pol Pot-Anhänger, die wir seit Neuestem in dieser Stadt haben, nicht bei diesem Gedenken anwesend ist. Der Herr Bürgermeister, unser dynamischer Harry Reuler, bei dem immer gesagt ist. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Niemandsvergessen funktioniert ja nicht, wenn es darum geht, über die Ausschließung und die Verfolgung mündiger steuerzahlender Bürger nachzudenken, sondern dieses Niemandsvergessen ist ja quasi nur dann relevant, wenn man vergessen hat, was man vor der Wahl versprochen hat oder was man mitten in der Plan, den ich gesagt habe. Weil bei einer Impfung war Dr. Wilfried Haslauer ja nicht dabei. Wie gesagt, das mit den G-Regeln, ja, das weiß er jetzt einfach nicht mehr. Und ja, ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Amtszeit. Wir werden den Widerstand weiter fortsetzen, genauso wie unser Spaziergang jetzt. Danke. Für alle, die neu dazugekommen sind, ich habe immer noch den Klingelbeutel für Darian mit. Der Darian ist immer noch nicht rechtskräftig verurteilt, wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, die nicht nachgewiesen werden konnte, und jeder, der ihn unterstützen möchte, möge sich an mich wenden und einen kleinen Eurovertrag spenden. Dankeschön.